Hallo und willkommen zu einer neuen Folge RoboCraft. So, wir müssen ja ein paar Punkte sammeln, damit ich einen neuen Roboter bauen kann. Weil das ist jetzt ein bisschen, ja, angestaubt, sage ich mal. Zumindest das Grundgerüst, weil, ja, weil deshalb. Bum, bum, laufe. Was ist das denn für ein Vieh? Naja, wir brauchen erstmal RP, weil wenn ich einen neuen Roboter baue, dann sollte ich irgendwas bauen, was 30 Millionen knackt. Da muss ich erstmal genug RP sammeln. Weil sonst kann ich das vergessen. Lol, ich hab ihn voll irgendwo gestoßen. Oh, ich wollte mal hier da mal sammeln. Ja, ist gut. Oh, ich bin 100% Heiler. Da würde ich mal sagen, versuche ich die mal zu flankieren. Ich sollte eigentlich nicht so viel schießen, weil da werde ich markiert. Dann sehen die mich. Ah, Mikrofon ein bisschen richten. Ich glaube, so kann man mich besser hören. Wahrscheinlich merkt er keinen Unterschied, aber egal. So, kann ich einfach hier rausspringen? Jo, kann ich. So. Kann ich hier hinten parkieren und da kann ich schön die Sunnis, zum Beispiel den Sunny hier töten. Weil Sunnis muss man zuerst töten, weil sonst ist das ein Endlosspiel. Komm, komm, Sunny. Fliehe! Schau, ich hab schon mal markiert. Kann schnell für mich enden, wenn alle auf mich konzentrieren. Mein Kill! Oh, 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 ich hab schon ein bisschen Hit abbekommen. Scheiße! Sani kommt eine Sekunde zu spät, aber dass die Plasma-Dinger so übel stark sind. Was für ein T hatte der? MK-10er vielleicht? Ich weiß es nicht, könnte man nicht sehen. Aber alle Sanis von Gegner sind tot, als sind nur zwei Gegner. Also ist das easy win. Gut, da war ich mal die nächste Runde. Na, lade. Lade! Ich sagte lade. Lade schneller. Ah, jetzt. Gucken, ja, so. Ja, 10.000 war das. Ja, 15.000 haben wir gut geschafft. Gut, aber viel können wir daran jetzt nicht ändern. Weil CPU ist am Limit. Da kann ich jetzt kaum Teile dazu bauen. Darum. Macht eigentlich nur Sinn, damit weiterzuspielen, zu leveln, beziehungsweise RP zu sammeln. Neuer Launcher. Ja, aber ich tue Steam nutzen, also. Interessiert mich dieser Launcher nicht. Nutzt das, spielt der RoboCraft über Steam oder über diesen komischen Launcher? Am Anfang habe ich natürlich den Launcher benutzt, weil es auf Steam nicht gab, aber ich habe gedacht, das wäre immer total sinnvoll gewesen, wenn ich auf direkt von Anfang an Steam getan haben. Aber zum Glück haben wir es direkt auf Steam getan und das finde ich praktischer. Weil wenn man Steam immer anhat und das eh immer nutzt, dann kann man es auch direkt alles in einen machen.
Ich schätze mal, wenn Battlefield auf Steam wäre und nicht auf Origin, dann würde ich Battlefield viel häufiger spielen. Aber ich habe keine Lust, immer diesen Origin-Client zu installieren. So. Könnte mal eine Folge Battlefield rausbringen als Let's Play, weil das habe ich ganz früher gemacht, Battlefield Online. Aber irgendwie habe ich das sein gelassen. Stimmt, weil ich wollte nicht allein spielen. Und es gibt wenig Leute, die das spielen irgendwie, mit denen ich Let's Plays machen würde. So, der fährt mir so weg. Deutlich schneller. So, das ist gut. Wenn man hier sieht, zwei gehen da. Die meisten bleiben in der Base. Okay. Das heißt, wir könnten so. Genau, wir könnten so. Die so von der Seite überraschen. Gleich auch so. Und wenn die da sich hier versammeln, kann man direkt hier die Sunnis töten. In der Hoffnung, dass wenn wir jetzt so laufen, dass sie uns nicht sehen. Ja, es. Oh, jetzt gehen ja alle dahin. Oh, die sehen uns. Warum markieren die den nicht, bitteschön? Lol. Zwei von uns sind kaputt. Drei von uns sind kaputt. Wie das? Und warum auch keiner markiert, ne? Komm, der ist tot, der ist nicht tot. Habt ihr das gesehen? Bin drüber gesprungen. Der ist auch irgendwie tot. Wird repariert von hinten, das ist sehr gut. Alles gut. Guck mal, nur weil ich ihn markiert habe, hat ein Kollege ihn gesehen und getötet. Da ist keiner in der Ecke. Dann fahren wir einfach hier und erobern, ne? Wenn keiner da ist. Oh, da sind die. Oh, nee, nee, nee. Sunny, Sunny, nein. Du reparierst ihn nicht. Wow, ich drehe mich so schnell. Oh, wie laufe ich hier, bitte schön. Erst auf den Sunny. Mein Kill. Oh. Ich flieg ja fast. Oh, da hinten. Komm, er ist der Letzte. Kill mal den. Tadam! Yeah, Kamikaze! Wieder auf einen Bein hüpft. Leider nicht mein Kill, aber ich habe vier Kills gemacht. Das ist schon ganz ordentlich. Hui. Lade schneller. PC? Wo bequapft? Mach mal hinne. Ah, jetzt. Das ist meine ordentliche Summe. Das ist meine ordentliche Summe. So. Könnte mal sagen, wir hängen direkt noch eins rein, hinter. Da haben wir schon eine stattliche Summe zusammen nach diesem Spiel. Da könnte man schon danach was Neues bauen. Also zumindest anfangen. Gut. Ah. So, das sollte ja ursprünglich, diese Folge sollte ja ursprünglich Mittwoch kommen. Aber weil ich quasi das jetzt aufnehme, Mittwochabend, habe ich jetzt Super Meat Boy rausgebracht. Da kommt dann diese Folge für Donnerstag. Weil wenn ihr das sieht habt, ist das Donnerstag, ne? Logisch. Und die Folge für Freitag tue ich dann auf Samstag verschieben, weil zweimal hintereinander Robequaft finde ich irgendwie blöd.
dann tue ich das halt Mittwoch auf Donnerstag verschieben und Freitag auf Samstag verschieben. Und dann ab nächste Woche läuft das dann ganz normal mit RoboCraft. Also jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag um 17 Uhr habe ich das neuerdings geändert. Wer in der Kanalinfo guckt, sieht das auch, dass ich das geändert habe. Weil ich glaube, 17 Uhr ist ein bisschen besser. Weil die meisten bringen die Videos um 18 Uhr raus und die allermeisten um 16 Uhr. Um 17 Uhr ist genau dazwischen, das heißt, ich bin halt in der Abo-Liste dann irgendwo dazwischen und passt dann mehr. Schätze ich mal. Aber könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, welche Uhrzeit für euch am liebsten ist. Der repariert das gut. Da ist ein Sunny. Das ist der einzige Sunny. Das heißt, er kann sich nicht selber reparieren. Oh, okay. Wird repariert, das ist gut. Gut. Repariert mich mal. Auch noch ein Sunny, oder? Irgendwas Fliegendes. Muss ja mal Sunny da hinten. Das sagt nicht, der ist gestorben. Ich habe es nicht mitbekommen. Lol, ich kann nicht mehr laufen. Sunny! Wo bist du? Sag nicht, der Sunny ist wirklich hinter mir gestorben. Nee, da ist er. Oh, der ist total hinnehmbar. Ja, toll. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Kann ich hier ein bisschen als Schlag dienen und da die Flugzeuge abschließen. Ah, da komme ich nicht dran. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber ich frage mich, warte. Aber kein Sunny mehr. Da ist kein Sunny, da ist kein Sunny, da ist kein... Ne, ist auch kein Sunny. Ja, Sunny ist tot. Wahrscheinlich hat der Flugzeug den weggeholt, aber ich glaube, das Flugzeug war nicht markiert, ne? Hätte der Sunny den markiert, dann hätte ich eventuell auf ihn geschossen, aber wir haben eh gewonnen, wenn man hier guckt. Ein Gegner lebt noch. Also easy. Da ist der Gegner. Ah, ich kann ihn sogar kriegen. Komm, mach den kaputt, mach den kaputt. Mach den kaputt. Genau, Victory. Aber ich weiß nicht, habe ich das Flugzeug, hat er markiert? Hätte ich ihn sehen müssen? Oder ich habe ihn, der wurde wirklich nicht markiert. Weil wahrscheinlich ist er über mich hinweggeflogen und schlauer, so schlau wie er war, hat erstmal auf den Sunny getötet. Hat also den Sunny getötet und ich habe es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und dann ja. Gut, ich werde mal jetzt die Folge beenden. In der nächsten Folge werde ich versuchen, was Neues zu bauen. Ich werde dann hier eine Lernhalle was bauen, damit ich den hier nicht, schrotten muss. Vielleicht werde ich ein paar Einzelteile von denen nehmen, damit ich nicht so viel kaufen muss, aber da würde ich natürlich darauf achten, merken, welche Einzelteile ich nehme, von wo ich das wegnehme, da ich das wieder herstellen kann, bei Bedarf. Naja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.